Fakt ist, dass wir im September immer noch 30 Grad haben. Fakt ist, dass das Eis schmilzt. Max-Planck-Institut hat einen Text veröffentlicht, wo es steht, dass wir bis 2049 keine Erwärmung haben. Genau, ja. Ganz ehrlich, ich gebe den Leuten gar keinen Raum, weil die Situation spricht ja für sich, Bände. Da muss man sich nicht mit Idioten beschäftigen. Ja, verpiss dich mal wieder. So, 5 Minuten später, wir werden immer noch verfolgt. Schwenk mal nach links. Der war gerade da ganz weit hinten und er läuft immer noch mit. Das sind die Klimablockwarte hier. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Wir sind heute in Hamburg bei dem globalen Klimastreik. Da wurde in Hamburg überall auf Plakaten und mit Flyern dazu aufgerufen. Wir sind jetzt hier am Berliner Tor. Die Demo beginnt an 3 verschiedenen Orten und die laufen dann alle zusammen zur Endkundgebung. So um wegen Corona werden die Leute hier aufgefordert, eine Maske aufzusetzen, 2 Meter Abstand zu halten und diese Corona-Warn-App zu installieren und zu aktivieren. Ja, und trotz Corona ist der Klimawandel immer noch aktuell. Ich habe ja hier auch ein Video zu dem Great Reset gemacht, wo man nicht zur alten Wirtschaft zurück möchte, sondern eine neue, grüne, nachhaltige Wirtschaft haben möchte. Und wir sehen jetzt auch, im März ist eine neue Studie rausgekommen von dem Direktor des Max-Planck-Instituts, der sagt, dass bis 2049 nicht mit einer Erwärmung zu rechnen ist. Insofern wollen wir einfach mal schauen, ob die Leute diese Studie auch kennen. Auf geht's! Ich bin Josefine und ich bin 20 Jahre alt. Josefine, warum bist du heute hier? Weil es mir wichtig ist, dass wir auch dem Staat zeigen, dass wir Veränderung haben wollen. Und das ist auch eine Gemeinschaftssache geworden. Ich bin Katja und ich bin 52 Jahre und habe 2 Kinder. Ich lebe in St. Georg. Katja, was machen Sie heute hier? Ich will die Umwelt retten. Für meine Kinder, für mich, für uns alle. Also ich bin Sascha, 35. Aus Hamburg. Sascha, warum bist du heute hier? Ja, siehst du ja. Ne? Ich nehme das Thema ernst mit dem Klima. Und das ist eigentlich der Hauptgrund. Meinst du, dass wegen Corona viele Leute zu Hause geblieben sind heute? Ich denke nicht. Okay. Nicht. Und die Corona-App, meinst du, ob alle die installiert und aktiviert haben auch? Ganz sicher nicht. Okay. Und ganz wichtig, dass ich hier heute oder sowieso allen Leuten gehe. Entschuldigung, haben Sie Lust auf ein Interview? Ich habe einen YouTube-Kanal, Große Freiheit TV. Ich gehe halt immer auf Demos und stelle Fragen. Ja, verpiss dich mal wieder. Wo informierst du dich da? Was sind für dich da gute Quellen? Freunde, wissenschaftliche Schriften, die man liest. Oder auch Instagram läuft auch viel, weil auch da viele Organisationen auch Sachen posten. Was gibt's denn bei Ihnen so für gute Quellen? Welche Quellen, wo informieren Sie sich? Im Internet natürlich, klarer Fall, aber auch beim NABU, bei Greenpeace. Ich bin eigentlich überall ganz gern dabei. Darf ich fragen, wo du dich informierst? Ja, YouTube, Medien, alles Mögliche. Also ich bin da relativ offen und flexibel. Und Google Timeline, alles was ist, außer Facebook, ist eigentlich alles bei mir mit drin. Okay. Beschäftigst du dich auch mit den Kritikern? Durchaus, ja. Was gibt's da für Namen, mit denen du dich so beschäftigt hast? Namen sind eigentlich irrelevant. Also mir geht es eher um die Themen und die Argumente. Ne? Also ich bin da doch durchaus flexibel, mir auch mal alles anzuhören und auch mal drüber nachzudenken und mir meine eigene Wahrheit vielleicht auch da aus den ganzen Meinungen zu bilden. Beschäftigst du dich auch mit den Kritikern? Ja, aber da muss es ja auch konstruktive Kritik sein. Fallen dir da irgendwelche Namen ein von den Kritikern? Nicht konkret, nee. Das ist eher Freunde oder Bekannte, mit denen man sich unterhält, die dann auch ihre Sachen auch dann zeigen und dann hat man halt eine Diskussion. Das ist eher so die Kritik. Okay. Haben Sie sich auch mit den Kritikern des menschengemachten Klimawandels beschäftigt? Ganz ehrlich, ich gebe den Leuten gar keinen Raum, weil die Situation spricht ja für sich, Bände. Da muss man sich nicht mit Idioten beschäftigen. Aber es gibt ja doch sehr renommierte Leute, die da was anderes haben. Müsste das nicht diskutiert werden? Ich finde, das wird viel zu viel diskutiert und viel zu viel publiziert. Wir sind Menschen. Wir sind Menschen, die Interviews machen. Wir sind, darf ich dir mein Fett aus rein zeigen? Nö, ich wollte einfach nur. Ich bin für Große Freiheit. Wo ist
Freiheit. Ja. Reeperbahn. Wie die, genau, wie die Reeperbahn, genau, die Sprache. Okay, und welche Art von Freiheit meint ihr? Freiheit, Fragen zu stellen. Freiheit der freien Meinungsäußerung. So, wir wollen mal weiter schauen. Also, viel Spaß noch heute, schauen. So, willst du vielleicht die Richtung machen? Geht das mit der Sonne? Also, ja, von der Richtung her. Ach, ehrlich? Ja. Lass dich nicht verarschen von dem. Dann bist du mal vor dem, wir wollen euch hier nicht haben. Ja, wir können ja reden, komm her. Hau mal ab mit der Kamera. Bei den Nazis galt auch keine Meinungsfreiheit. Könnt ihr eure Meinung sagen? Ja, deswegen will ich ja mit dir reden. Deswegen will ich ja mit dir reden. Nee, ich möchte nicht mit Nazis reden, geh mal weg. Vielleicht bist du der Nazi, der es ja, nicht mit Meinungsfreiheit hat. Weißt du genau, bis wann es wie warm werden soll? Kennst du da die Prognosen? Nee, nicht ganz. Also nicht in Zahlen, wo ich jetzt angeben würde, dass ich da hundertprozentig sicher bin, dass es stimmt. So. Okay. Du hast ja gesagt, du schaust dir auch gerne Studien an. Hast du dir die Studie angeschaut vom Max-Planck-Institut hier in Hamburg? Da hat der Direktor des Max-Planck-Instituts, der hat gesagt, dass bis 2049 mit keiner Erwärmung zu rechnen ist. Nee, das habe ich jetzt nicht gelesen. Wenn das so wäre, müsste das dann nicht eigentlich auch diskutiert werden hier in der Klimabewegung? Das ist bis Jahre 2049. Keine Erwärmung? Ja. Willst du vielleicht kurz deine Nase bedecken? Danke. Max-Planck-Institut hat einen Text veröffentlicht, wo es steht, dass wir bis 2049 keine Erwärmung haben? Genau, ja. Okay, das bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob ich das einfach so hinnehmen könnte. Kann ich dir gleich zeigen? Erstmal lesen, ja. Okay, super. Vielen Dank für das Interview. Danke. Okay, das will ich mal nach. Ja. Okay, hat mich gefreut. Einen schönen Tag noch. Ciao. Du bist die ganze Zeit bei uns mit. Willst du vielleicht reden? Nein, kein Interview an euch. Ja. Ah, okay. Warum folgst du uns die ganze Zeit? Kein Interview an euch. Aber warum folgst du? Kein Interview. Wir sind auf einer öffentlichen Veranstaltung, da darf ich filmen. Bleib doch einfach stehen, du bist doch der Ordner. Du warst doch ganz hinten im Einsatz, oder? Jetzt sagt man ja immer, okay, es wird wärmer, die Temperaturen werden steigen, wenn wir mehr CO2 auspusten oder, wie sagt man, wenn wir CO2 mehr emittieren. Haben Sie von der neuen Studie gehört, die jetzt das Max-Planck-Institut rausgebracht hat? Die haben gesagt, dass es bis 2049 keine Erwärmung geben wird. Habe ich nicht von gehört, aber daran, also auch dem würde ich keinen Raum geben, nein. Ihnen vertrauen Sie da, der NABU? Ja, unter anderem Ökoforum, Greenpeace, mein Mann, der ist Ingenieur, der Zeit, dem Spiegel und allen anderen vertraulichen Quellen. Du folgst mir die ganze Zeit. Ich meine, wenn wir sowieso schon den gleichen Weg gehen, dann können wir ja reden. Du hältst mir andauernd ein Mikrofon in die Hand, obwohl ich gesagt habe, ich möchte dir da keine Antworten geben. Du bist ja die ganze Zeit bei mir. Dementsprechend hältst du dich nicht daran, dass ich sage, ich möchte nicht mit dir reden. Okay, also, aber trotzdem folgst du mir die ganze Zeit. Du. Nein, lass an. Insofern, wenn du mir die ganze Zeit folgst, dann musst du ja irgendwas von mir wollen. Naja, du hältst mir das Mikrofon in die Hand, oder? Ja, aber du folgst mir doch die ganze Zeit. Hat dir jemand was verboten? No, noch nicht. Oh, aber wenn man mir die ganze Zeit folgt, gibt wieder 100.000 Klicks hier. Freue mich schon drauf. Ja. Danke für die guten Bilder, mein Lieber. Einfach keine Interviews an Nazis, das ist besser. Aber wir sollen nicht mit dir sprechen. War bei den Nazis die Meinungsfreiheit? Wenn du mit auf der Demo gehen willst, bitte die Nase mit bedecken. Oh. Darf ich dich fragen, bis wann es wie heiß werden soll? Da gibt es ja alle möglichen Prognosen. Tja, die Frage ist gut. Also es geht jetzt nicht um Hitze, ne? Es geht da ja darum, dass wir eine Veränderung haben. Und nicht nur in Deutschland zu sehen ist schon, sondern das ist eine weltweite Veränderung. Und es geht jetzt nicht um 1 oder 2 Grad nächstes Jahr oder in 20 oder in 50 oder in 100 Jahren. Es geht ja darum, dass wir jetzt handeln können und uns darauf einstellen können, auf das, was kommt. Es ist ja nicht mehr zu verhindern, dass sich was verändert.
Es gibt jetzt eine Studie hier vom Max-Planck-Institut in Hamburg, von dem Direktor direkt. Der ist hoch angesehener Wissenschaftler. Der hat eine Studie erstellt, wo er sagt, dass bis 2049 es nicht wärmer wird. Hast du diese Studie auch gesehen? Nein, die kenne ich nicht. Okay. Ja, ich frage mich immer, bei so einer Klimabewegung müssten solche kritischen Sachen auch nicht dann diskutiert werden? Doch, natürlich sind das Argumente, die diskutiert werden müssen. Und wie gesagt, es geht nicht darum, ob wir jetzt 2049 hier 50 Grad in Deutschland haben, sondern es geht darum, dass wir eine Veränderung haben, auf die wir uns einstellen müssen. Aber es heißt ja immer, CO2 sorgt dafür, dass es immer wärmer wird, Meerespiegel steigen ein, Leute müssen irgendwo woanders hinziehen, weil es zu warm wird und so weiter. Wenn jetzt aber die Prognosen was ganz anderes sagen, als was immer gesagt wird. Muss man da nicht das diskutieren und einfach vielleicht auch umdenken? Ich denke nicht, dass wir über Prognosen reden sollten, sondern wir sollten darüber reden, was Fakt ist. Und Fakt ist, dass Wälder in Deutschland trocknen. Fakt ist, dass wir eine falsche Waldpolitik haben, eine falsche Agrarpolitik haben. Fakt ist, dass wir im September immer noch 30 Grad haben. Fakt ist, dass das Eis schmilzt. Und Fakt ist, dass Menschen flüchten, weil sie sich nicht mehr ernähren können. Und das ist ein Problem, was auf uns alle zukommt. War das nicht schon immer so? Ja, Veränderungen sind schon immer da gewesen, keine Frage. Die Frage ist nur, wie schnell und wie schnell sich ein Organismus, auch der Mensch, an sowas anpasst. Okay, super. Vielen Dank für das Interview. Ja, viel Spaß noch. So, echt wieder so warm heute hier. So, 5 Minuten später, wir werden immer noch verfolgt. Schwenk mal nach links. Der war gerade da ganz weit hinten und er läuft immer noch mit. Das sind die Klimablockwarte hier. Entschuldigung, lasst euch sagen, mit wem ihr sprecht, damit ihr nicht auf dem Nazi-Kanal landet, ja? Ihr seht, die Pressefreiheit wird hier eingeschränkt. Was haltet ihr davon? Vielleicht bist du der Nazi. Der Nazi hat auch Leute mit einer anderen Meinung vertrieben. Ich vertreibe niemanden. Du schränkst doch die Pressefreiheit ein, oder? Habe ich kein Stück gemacht. Ich habe gefragt, sie sollen fragen, wer ihr seid. Aber du hast mich einen Nazi-Kanal genannt. Nein, habe ich nicht gesagt. Bist du der Nazi? Habe ich nicht genannt. Was zeichnet denn Nazis für dich aus? Eine faschistische Grundeinstellung. Und die ist was? Der Glauben, dass irgendein Mensch besser ist als die anderen. Ja, das ist ja offenbar deine Meinung. Er wird bedrängt. Ja. Ich möchte die Pressefreiheit einschränken. Wer sind Sie? Was wollen Sie denn? Ich habe einen YouTube-Kanal und behindert mich bei meiner Arbeit hier. So, wir gehen einfach weiter. Aber es geht auch nicht nur um Klimawandel. Nein, keine Frage. Was wir hier so zwischen den Zeilen am Essenstisch in den Büros erleben, ist viel mehr als das. Es ist vielleicht so etwas wie eine Klimakulturrevolution. Es gibt nur eine legitime Einstellung. Verschiedene legitime politische Meinung. Nur eine legitime Einstellung. Es gibt nur eine legitime Einstellung. Es gibt nur eine legitime Einstellung. Es gibt nur eine legitime Einstellung. Und zwar dafür zu sorgen, dass es schnell.